Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Wir werden heute zusammen das Ergänzungsverfahren aus der Grundschule machen, also schriftliches Subtrahieren minus Rechnen. Wir fangen ganz langsam an. Ziel ist es, ihr versteht das Ergänzungsverfahren. Die meisten Schüler mögen das. Das ist viel beliebter als das andere Verfahren. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video. Hier geht es um das Ergänzungsverfahren. Also, erste Aufgabe. Bitte lasst immer eine Zeile frei. Warum, seht ihr gleich. Gewöhnt euch das von Anfang an und arbeitet bitte auch mit dem Lineal. Das ist viel ordentlicher. Beim Ergänzungsverfahren geht es ums Ergänzen. Klar, sonst wird es ja so nicht heißen. Und die Frage lautet jetzt, von der 7 muss ich wie viel dazugeben, also ergänzen, bis ich bei der 9 bin? So, und das sind 2. Die meisten Lehrer sagen dann sowas wie, von der 7 bis zur 9 sind es 2. Okay, das ist alles. Und von der 2 bis zur 3 ist es 1. So, und schon sind wir fertig. Wir können jetzt noch eine Probe machen, und zwar 2 plus 7 sind 9. 1 plus 2 sind 3. So funktioniert das Ergänzungsverfahren. Noch ein Beispiel, bevor wir es ein bisschen schwieriger machen. 58 minus 34. Strich drunter, eine Zeile freilassen. So, und jetzt geht's wieder. Von der 4 bis zur 8 sind es 4. Alles klar. Von der 3 bis zur 5 sind es 2. Und schon sind wir fertig. Ganz einfach ohne Zehnerübergang, oder? Kontrollieren wir kurz. 4 plus 4 sind 8. 2 plus 3 sind 5. Okay, das war doch gar nicht schwierig. Jetzt schauen wir uns das Ganze mit Zehnerübergang an. So, wir starten wieder ganz einfach. 37 minus 28. Da ist ein Zehnerübergang drin. Okay, so, und jetzt haben wir ein Problem. Von der 8 bis zu 7, das geht gar nicht, weil die 7 ist ja kleiner. Also holen wir uns einen Zehner. Und jetzt steht hier von der 8 bis zur 17. Seht ihr das? Hier die kleine 1, da die 7. So, und von der 8 bis zur 17, das sind 9. Und hier steht eine 2, hier steht eine 1, zusammen sind das 3. Und von der 3 bis zur 3, das sind 0. Aber 0 schreiben wir nicht hin. Und schon sind wir fertig. Das Ganze können wir jetzt wieder kontrollieren. 9 plus 8 ergibt 17. Seht ihr das? Okay, zweites einfaches Beispiel. 56 minus 39. Strich drunter. Zeile freilassen nicht vergessen, klar. Und jetzt wieder die Frage. Von der 9 bis zur 6 geht gar nicht. Also ein Zehner besorgen. Von der 9 bis zur 16, das geht, und das sind 7. Jetzt geht's weiter beim Zehner. Hier steht eine 3, die 1 müssen wir dazu zählen. Also von der 4 bis zur 5, das ist 1. Und schon sind wir fertig. Das Ganze können wir jetzt wieder überprüfen. 7 plus 9 sind 16, das stimmt. 1 plus 1 plus 3 sind zusammen 5. Super, funktioniert, Aufgabe richtig. Machen wir es ein bisschen komplizierter. So, 741 minus 258. Strich drunter. Okay, von der 8 bis zur 1 geht nicht, also den Zehner holen. Von der 8 bis zur 11, das geht und das sind 3. Hier steht eine 5, mit dieser 1 sind es 6. Von der 6 bis zu 4 geht nicht, also wieder einholen. Von der 6 bis zur 14 sind es 8. Und 1 und 2 sind zusammen 3, also von der 3 bis zu 7, das sind 4. Und schon sind wir fertig. Okay, noch ein Beispiel. 1305 minus 741.
Strich drunter. Ihr seht, das geht auch mit Tausendern und Millionen Zahlen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Und das Schöne ist, wenn Kinder das einmal verstanden haben, dann ist die Größe der Zahlen total egal. So, von der 1 bis zur 5, das sind 4, weil 4 plus 1 5 sind. Von der 4 bis zu 0, das geht nicht, also holen wir uns ein. Von der 4 bis zu 10, das ist einfach, das sind 6. 7 und 1 sind 8 und von der 8 zur 3 geht nicht, also wieder ein 1 holen. Von der 8 zur 13, das sind 5. Und 1 zu 1 sind 0, schreiben wir nicht hin. Unterstreichen, zweimal natürlich. Und schon sind wir fertig. Eine letzte Aufgabe machen wir zum Schluss. Und zwar 1351 minus 701 minus 32. Ja, man kann auch mehrere Zahlen gleichzeitig abziehen. Und das Prinzip bleibt das gleiche. So, hier sollte jetzt 2 minus 1, also zusammen 3, ich umstriche das mal ganz vorsichtig, 3 zu 1. Geht nicht. Also holen wir uns einen Zehner. Von der 3 bis zur 11, das geht. Das sind 8. Hier müssen wir jetzt wieder zusammenrechnen. Hier ist eine 0, hier ist eine 3, hier ist eine 1. Macht zusammen 4. Von der 4 bis zur 5, das ist 1. Von der 7 zur 3 geht nicht, also wieder ein Einer holen. Von der 7 bis zur 13, das sind 6. Von der 1 bis zur 1 wären 0, schreiben wir aber nicht hin. Und Strich drunter. So, wir haben es geschafft. Das ist das Ergänzungsverfahren aus der Grundschule. Ganz viele Kinder rechnen sehr gerne damit. Und auch ich muss sagen, das ist ein beliebtes Verfahren, welches bei Schülern gut funktioniert. Okay, das war's. So, das Video ist zu Ende und wenn es gut läuft, dann hast du jetzt was gelernt. Und wenn du das geschafft hast, dann würde ich mich freuen, wenn du mir so ein Däumchen da lässt. Und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann darfst du meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Und natürlich freue ich mich auch über Kommentare und in der Regel gibt es auch eine Antwort. Sowieso ist die Community hier recht aktiv und vor allen Dingen auch freundlich, sodass das Mitmachen hier viel Spaß macht. Wenn du mehr Hilfe brauchst oder wenn du vielleicht das ganze Thema brauchst, dann kannst du gerne bei mir auf die Homepage gehen, www.lehrer-schmidt.de. Dort findest du alle Videos, die du auch bei mir auf dem Kanal findest, allerdings nach Themen sortiert. Da ist das manchmal viel, viel einfacher. Und zu guter Letzt möchte ich dir noch sagen, wenn du ein Video nicht finden kannst oder wenn wirklich mal was fehlt, dann schreib mir das gerne in die Kommentare und dann sehe ich zu, dass ich das Video bei Gelegenheit nachproduziere. So, jetzt ist aber wirklich Schluss, okay? Das war's.